Ich befinde mich in Super Mario Bros. Wonder und in den letzten Videos habe ich die ersten 60 Level abgeschlossen. Heute geht's mit den letzten 40 Leveln und dem großen Finale gegen Bowser weiter. Level Nummer 61, Suchtrupp Rätsel der Röhren. Oh nein, ist das schon wieder jetzt so ein Rätsellevel? Und auch die vierte Welt lässt uns nicht verschont mit Rätselleveln. Also man kann ja sagen, was man will, aber die Rätsellevel von Nintendo sind anders. Ich habe schon eine Röhre gefunden, wo man durchgehen kann. Wow. Ist das ein Troll-Level? Hä, das gibt mir übelste Troll-Level-Vibes. Und nach einigen Momenten hatte ich in dem Level endlich einen Progress-Moment. Wow! Ja, haha! Ich habe eine richtige Röhre gefunden. Was? Nein, die Röhre ist nochmal im Vordergrund. Ich wurde wieder hops genommen. Da ich auch im ersten Moment die Lösung dafür nicht gefunden habe, bin ich erst nach oben gegangen. Okay, also gehen wir jetzt mal nach oben von diesem Level und weit und breit auch nichts. Hä, kann man denn nicht da oben entlang? Aha, bingo. Ja, die erste Wundermarke. Oben rechts war die Wundermarke auch hervorragend zu finden. Erstmal musste man durch die Röhre und dann musste man tatsächlich die Röhre nach rechts verschieben. Was? Man kann die Röhre schieben? Ha, ja, genau. Und rechts im Level angekommen war das Rätsel deutlich einfacher. Man musste durch die Röhre, hat an diesem Handgriff gezogen und die Schwierigkeit hier dran war, dass man erst die versteckten Blöcke finden musste, sodass man genug Fläche zum Ziehen hatte. Yeah, woohoo, we made it. Auf der Suche hatte ich mal wieder einen typischen David-Moment. Ich habe das Level aus Versehen verlassen. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ich habe das Level aus Versehen beendet. Ich bin aus Versehen rausgelaufen. Aha, guck mal, da oben ist irgendwas. Bam! Das Versteck der zweiten Wundermarke war sehr diabolisch. Ich wusste es, dass hier irgendwo eine versteckte Röhre sein muss. Das war wieder dieses typische Mario Maker-Szenario. Irgendwo eine versteckte Röhre. Nachdem wir dieses Level endlich abgeschlossen haben, konnte es auch schon direkt weitergehen in der vierten Welt mit Level 61. In den Roinkdünen Level 62. Los geht's. Yo! Das sehe ich zum allerersten Mal, dass irgendwelche Gegner mit Gegnern interaktiv sind. Pass einmal bitte auf, liebe Roinks. Boah, das ist echt gefährlich. Ja, das ist so cool mit anzusehen, wie die hier so rumrollen. Au, oh, in die Röhre kann man rein. Also Mario Bros. Wonder hört es ja gar nicht mehr auf mit neuen Gegnern. Und diese Gegner sind im wahrsten Sinne Flummis. Digga, ey, vom Leveldesign her ist dieses Level ja so schön. Wow! Meinst du, ich soll hier chillen, während Bowser das Land in Schutt und Asche legt? Meinst du das? Es hat auch nicht mehr lange gedauert, bis wir die Wunderblume des Levels gefunden haben. Aha, bingo! In der Mitte dieser Blöcke war auch die Drogenpflanze dieser Welt. Wow, es ist alles echt langsam. Ah, Hilfe! Ist euch jemals aufgefallen, dass die Gumbas X'e bzw. Kreuz in den Augen haben, wenn sie verrecken? Level 62 war damit abgeschlossen und Level 63 wird ein Abzeichentest mit einer Schwierigkeit von 4 freaking Sternen. Danke, Bro. Ich gebe mir auch viel Mühe, das irgendwie hinzubekommen. Und boing! Oh mein Gott! Ich habe voll verkackt. Beim nach unten gehen hätte man sich die Zehnermünze dort oben snacken müssen. Also ich habe schon relativ früh gemerkt, dass die 4 Sterne in der Schwierigkeit auf jeden Fall gerechtfertigt sind. Woo! So nicht anders. Das ist Nummer 2. Und Nummer 3 ist natürlich auch kein Problem für Pros wie uns. Easy. Level 63 abgeschlossen und Level 64 wird Zeit für ein Musiklevel. Oh, es gibt wieder Tanz im Musikraum. Das sind coole Level. Oh, es wird Zeit für Mario Sunshine. Das nenne ich auch Musik, liebe Pflanze. Die vierte Welt ist tatsächlich sehr verschachtelt und es gibt einige Geheimnisse auf der Overworld zu entdecken. Oh, da hat man hier einen geheimen Shop gefunden. Und da haben wir uns auch ein neues Abzeichen gegönnt und zwar Turbo. Damit kann man etwas schneller laufen als normalerweise, sogar über Sand. Oh, Kampfparty in der Wüstenarena. Kampfarenen machen doch immer wieder Spaß, oder? Diesmal ist die Kampfarena sogar in 4 Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase müssen wir gegen diese Klopapierrollen kämpfen und dabei ist mir aufgefallen, dass wir mit den Blasen einen bösen Vorteil haben, denn das Ziel bei diesen Gegnern ist es ja, den Griff zu greifen und die Klopapierrolle aufzubrauchen. Und da kann man die Blase einfach nutzen und die Klopapierrollen drehen, sodass man leichter an den Griff kommt. In Phase 2 musste man gegen diese Piranha-Pflanzen kämpfen, beziehungsweise man musste diese mit diesen Vasen bewerfen. Und das hat echt ganz schön lang gedauert. In der Phase haben wir dann wieder neue Gegner kennengelernt. Wow, was sind das für Viecher? Hä, lol, was geht denn? Nein! Ach man, was geht denn bei denen?
Ach so, das sind irgendwelche Schlangen, die hier drin sind. In den Vasen. Die vierte und letzte Phase mit den Hammer Bros war tatsächlich ein Witz. Das ging ultra schnell, wenn man einfach gegen die Blöcke von unten gesprungen ist. Ich hätte nie gedacht, dass die Hammer Bros in der Kampfarena mal die einfachsten Gegner werden. Aber es passiert. Leider hat es nicht ganz für alle drei Blue Coins gereicht, denn dafür hätten wir das Level unter 100 Sekunden abschließen müssen. Um die weiteren Level dieser Welt abzuschließen, müssen wir Poplin erstmal wieder 50 Blue Coins geben, denn nur mit Geld kann er arbeiten. Alles dreht sich irgendwie ums Geld. Und weiter geht's mit dem 66. Level. Geheimgänge im Schiebemax-Haus. Okay. Gucken wir uns dieses Level mal an. Oh, die Türen sind neu. Die Türen sind neu. Oh! Kann es sein, dass das hier quasi so eine Art Geisterhaus oder sowas in der Art sein soll? Hau ruck! Und wir können ohne Elefanten-Mario Sachen verschieben. Na, Maestro? Guck mal, bevor wir jetzt nach links... Ah, ich wollte gerade sagen, das sah sehr verdächtig aus. Der nächste Raum hatte wirklich super coole 3D-Elemente. Wow! Denn zuallererst mussten wir diesen ersten Block dort in die Lücke schieben, damit die Röhre freigeschaltet wird. Und dann ging's zum nächsten Block. Was sind das bitte für coole Rätsel? Ach so, und wir müssen im Vordergrund den Block wegschieben, um durch die Tür zu kommen. Das ging vorher nicht. Yo! Also, in diesem Level musste man wirklich super viel schieben. Und dadurch hat man halt diverse andere Sachen freigeschaltet, wie beispielsweise diesen Room hier, wo diese Schieber unterwegs gewesen sind, uns zu zerquetschen. Das war wirklich dramatisch. Die schieben die Bowser-Statue zu mir. Die würden mich halt eiskalt zerquetschen, kann das sein? Digi, ich glaube, ich werde von einer Bowser-Statue verfolgt. Ich habe nicht die Zeit, mit dir zu spielen. Ciao! Einige Momente später kam es auch schon zu dem Wundersamen. Aber tatsächlich war diese Verfolgungsjagd gar nicht so spektakulär, wie ich dachte. Also, irgendwie hatte ich nicht so ganz Druck in dem Level, aber es war schon irgendwie strange. Ein wenig später gab es eine sehr interessante Situation, und zwar konnte man diese Tür wie ein Puzzle zusammensetzen. Und wie bereits im gesamten Level gab es kurz vorm Schluss nochmal Schiebe-Action, und das ist auch gleichzeitig das Secret Exit von diesem Level. Welcome to the Vordergrund! Hey, wo willst du hin? Das weiß ich nicht. Je nachdem, wo der Weg mich hinführt. Dieses Rätselhaus war wirklich eine super geile Spielerfahrung. Danach habe ich das Level nochmal normal abgeschlossen für den dritten Wundersamen. Und weiter geht's ins nächste Level. Ein Himmel voller Ballons. Ui. Im Level selbst angekommen, habe ich auch relativ schnell verkackt. Ist das bitter? Man kann aber sogar ohne rüber. Mit genügend Anlauf funktioniert das. Uh-oh. Here we go. Bro, was ist das bitte für ein brutales Level? Der Clou des Levels ist es also, Ballons zu nutzen, um irgendwo ranzukommen. Okay, wir sind zumindest schon mal dort oben in die Röhre reingekommen. Hey! Hi! Ja, ein bisschen, oder? Und relativ schnell danach haben wir die Wunderblume in Wolken gefunden. Oh, guck mal! Da oben in den Wolken war natürlich wieder irgendwas versteckt. Hallo! Ich glaube, ich bin schon zu oft auf diesen Dude gesprungen, oder? Weil er wird von Sprung zu Sprung kleiner, was ich ihm auch gar nicht verübeln kann, weil Mario frisst schon am Tag sehr, sehr viel Spaghetti und so. Ui. Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass das Maximum an Blumencoins 999 ist. Yeah! Da ist das Ding! Warum ist hier eigentlich ein... Oh! Ich verstehe, hier war gerade noch ein Checkpoint, weil diese Stelle nicht so ganz einfach ist, wie es scheint, ne? Somit haben wir Level 67 abgeschlossen und Level 68 gibt uns ein neues, sehr krasses Abzeichen. Abzeichentest Profi Unsichtbarkeit? Boah, das sieht insane aus. Deine Spielfigur ist nicht mehr zu sehen und kann daher auch nicht von Gegnern aufgespürt werden. Wozu ist das denn nützlich, diese Fähigkeit? Das verstehe ich nicht. Guck mal, wir sind nur noch ein Schatten unserer selbst. Das ist ganz schön deep, dieses Item. Beziehungsweise dieses Abzeichen. Hi Meister, du kannst mich nicht sehen, du kannst mich nur fühlen. Kann man falsch verstehen. Guck mal, ich kann mich ja selber nicht mehr sehen ohne Hintergrund. Ich glaube, hier draus kann man in der Zukunft eine super geile Challenge gestalten, denn guckt hin, man sieht Mario nicht mehr. Man muss echt mutmaßen, wo man sich bewegt. Alter, Butter bei den Fische. Ich habe keinen Plan, wie man dieses, wie man da oben rankommen soll. Das ging ja gerade nicht. Und auf geht's, es wird endlich Zeit, die vierte Welt zu vervollständigen. Palast der wolkenlosen Wüste, 4 Sterne in der Schwierigkeit. Oh, hier kommen uns Stachelkugeln entgegen. Das kann ja mal ein Spaß werden, dieses Level, oder? Ich muss aber sagen, sehr interessante Itemwahl, dass wir hier so einen Bohrer bekommen. Ja, ich habe den Fumps so vermisst. Ja, badabadu. Also eins muss man ja wirklich sagen, die Mittelflagge kommt extrem früh. Nicht nur die Mittelflagge kam extrem früh, sondern auch die Wunderblume. Hä, es gibt jetzt schon eine Wunderblume? Why, so früh? Wir haben wieder ein sehr schnelles Szenario gerade. Oh, im Wechsel zu einem langsamen, ich verstehe. Das war der Clou dieses Levels und der Bowser Junior Fight wurde ziemlich spannend, denn diesmal kam ein neues Element mit hinein. Wow, ach so, das ist ein Unterwasserlevel sogar. Sheesh.
Number one. Und es wird Zeit wieder für Bowser Jr., dass er sich in einen Cloud-Rapper verwandelt. Und der Fight hat sich in eine absurde Richtung entwickelt, denn der Boden war voller Stacheln und das Wasser auf einmal oben. Okay, nur noch ein Hit und dann ist er weg vom Fenster. Jo, die letzte Phase wird sehr beeindruckend. Obwohl Bowser Jr. wirklich beeindruckende Moves rausgehauen hat, wurde es dann doch Zeit, ihn zu eliminieren. Yes! Puh! Wir haben gemeinsam den vierten Königssamen eingesammelt. Bowser hat eine weitere Piranha-Pflanze verloren und weiter geht's ins nächste Level. Und wir hatten schon echt lange kein Luftschiff-Level mehr. Das hat doch schon direkt auf der nächsten Blüteninsel auf uns gewartet. Oh, Kugel-Release! Junge! Altbekannte Gegner, die hier wieder sind. Naja, da wird es definitiv wieder mal Zeit für ein Luftschiff-Level. Oh, warum bekommen wir Wolken? Und vor allem ohne Lucky Two. Guck mal, normalerweise könnte man eine Wolke hierfür verwenden. Na, wir machen es mal so. Vor allem diese Luftschiff-Strolling-Level nutzen jede Situation, um sich irgendwie zu zerquetschen. Von daher fand ich diese Stelle cool, dass man den Powerblock nutzen muss, um diese Blöcke zu zerstören, beziehungsweise diese Kisten. Aber dieses Luftschiff-Level war wie bisher jedes andere. Man hat die Wunderblume gefunden und musste sich seinen eigenen Weg durchs Level bahnen, während Bowser einen beschießt. Aber natürlich kein Problem für Lil Adonis, Freunde. Okay, ich bin sehr gespannt, ob das Ende dieses Luftschiffs genauso easy wird wie das erste Luftschiff, was wir gespielt haben. Ich habe irgendwie tatsächlich ja. Also keine Ahnung, das ist irgendwie, ja, ich springe auf den Knopf drauf und das war's. Das ist irgendwie zu einfach. Naja, die Luftschiff-Level sind so lala und von daher sliden wir jetzt direkt in die fünfte Welt hinein. Auf geht's in die Fungimine. Poplitz, was geht ab? Angekommen in der Fungimine, aka in der fünften Welt, ging es als allererstes ins Haus vom freundlichen Poplin. Allerdings war er nicht da und dementsprechend haben wir uns nur einen Wundersamen abgeholt. Ich bin allein zu Hause. Oh nein! Ey, ich würde ja so gern helfen, aber wir haben zu tun. Komischerweise hat der freundliche Poplin Real Talk 3 Meter vor seinem Haus gechillt. Also ich weiß nicht, warum er uns nicht einfach direkt begrüßt hat. Aber auf jeden Fall hat er von dem Problem erzählt, dass seine Kumpels unten in die Minen hineingegangen sind, aber dort nicht mehr zurückkommen. Also von daher müssen wir diese retten. Doch nachdem die Treppe repariert worden ist, hat er uns ein neues Abzeichen gegeben. Das ist dafür da, dass es ausschlägt, wenn Blumencoins, also diese 10er Blumencoins oder Wunderblumen in der Nähe sind, also quasi wie so eine Art Metalldetektor. Und auf geht's hoch und runter im Pilzforst. Oh, und das sieht aus wie so ein Oldschool-Level. Also was heißt Oldschool? Von der New-Reihe halt. Oh, hello! Wisst ihr, im gesamten Video schwärmen wir immer von den Pflanzen, aber das hier war auch eine zu lustige Stelle, weil hier ist so eine riesige Piranha-Pflanze und das sagte die sprechende Pflanze darauf hin. 100%ig, du musst nur an dein Ziel glauben. Guck mal, das Fühlerabzeichen schlägt aus, da muss irgendwas drin sein. Und tatsächlich funktioniert das Fühlerabzeichen hervorragend, denn hier drin ist eine 10er Blumenmünze. Puh! Meint ihr, da ist irgendwas drin? Bestimmt nicht. Ich muss euch leider enttäuschen, denn da habe ich euch verkackeiert. Hier ist die Wunderblume drin. Und zieht's euch rein, Halloween ist bald da. Tanz der Kürbisse, das hat ja voll den Halloween-Ripe. Das Level ist so schön. Das gibt einem wirklich Herbst-Vibes. Auch wenn ich es mir gerne länger angeschaut hätte. Level ist vorbei, wir haben es abgeschlossen und weiter geht's. Das nächste Level wird richtig spicy mit neuen Gegnern und einer sehr krassen Wunderblume. Obacht vor dem Baumelgift-Tümpel. Digga, die deutsche Sprache. Obacht, Freunde. Wow, das Level sieht sehr super gruselig aus. Ach, guck mal. Also hier ist schon die erste Münze. Dafür haben wir unser Fühlerabzeichen mit dabei. Aber guck mal, man kann diese Gegner einfach als Lianen nutzen. Jodlihihu. Man muss nur aufpassen, weil die solche Stachelkugeln runterwerfen. Oh, das sieht so insane aus. Wie cool. Und wie vorm Level angekündigt, ist die Wunderblume dieses Levels super insane. Aha. Lol. Oh. Zeit für ein Quiz? Was? Worum geht's im Zwischentest an den Güldenfällen? Oh mein Gott, das war die dritte Welt, ne? Denk nach, David. Naja, das war ein Rennen, oder? Das war safe ein Rennen. Nein, dann war es Springen. Ah, Mann! Welcher Adelige des Blumenkönigreichs hilft dir? Prinz Florian, das weiß man doch. Haha, bingo. Yay! Wie viele Aufsteller besitzt du? Bro, keine Ahnung. Weiß nicht, 12? Yay! Geil. Welches Abzeichen hast du angelegt? Aktuell den Fühler. Ach so, 3 Fragen muss man richtig beantworten und dann hat man es geschafft.
Boah. Hä, wie kreativ dieses Quiz ist, weil es auch auf die aktuelle Situation mit dem Abzeichen eingeht. Mega nice. Neue Mechaniken werden super eingesetzt und dieses Lianenvieh kann man dafür nutzen, um die Spitze der Zielflagge zu erreichen. Oh, eine nächste Musikraum. Ist ein echt musikalisches Video heute. Okay, statt Wundermarken haben wir uns diesmal um Piranha-Pflanzen gekümmert. Geht auch in Ordnung. Ähnlich wie in der Wüstenwelt findet man auch in der Fungimine versteckte Level, beziehungsweise in diesem Fall einen versteckten Shop. Und ich habe mich mal dafür entschieden, mir einen Wundersamen zu kaufen, da ich zu viele Blumencoins habe. Und ein verstecktes Level. Düster Materie. Berühren verboten? Wow. Ach du heilige Makrele. Also darf ich mir nicht unendlich Zeit lassen oder wofür ist die düster Materie da? Was passiert, wenn ich es berühre? Ah, okay. Man verliert nur ein Leben und ist nicht komplett weg. Okay. Mario, pass jetzt auf deinen linken Fuß auf. Das kann nicht gut enden, wenn du dich noch mehr bewegst. Ansonsten ging es in dem Level ganz simpel darum, also so wie in allen anderen Leveln. Man muss Sachen einsammeln und vor der dunklen Materie aufpassen. Und als wir die Wunderblume eingesammelt haben, ist was sehr Krasses passiert. Bingo. In dem Block ganz simpel und wir müssen wieder 5 Wundermarken einsammeln. Hallo? Wie cool! Digga, das ist einfach Schatten-Mario. Oder Mario Morgana, wie man das in Mario Sunshine sagen würde. Und der verfolgt uns jetzt ganz simpel? Wir müssen ja die Wundermarken einsammeln. Hä, ist aber auch irgendwo mega gruselig, wenn man so überlegt. Das Vieh sieht nicht so einladend aus. Ich sag's, wie es ist. Oh mein Gott. Okay, we made it, oder? Haben wir es jetzt geschafft? Auch noch nicht ganz. Ich muss das Ding erstmal ein bisschen verwirren und schnell weg hier. Boah, was ein gruseliges Level. Damit haben wir wohl das gruseligste Level im gesamten Game abgeschlossen. Und weiter geht's zum 76. Level. Na dann gehen wir ins erste Level hinein, wo wir die Wundersamen einsetzen müssen. 6 Stück braucht man, 9 Stück haben wir. Rein geht's. Expedition 1. Blob, Blob, Bloop Ruin. Was ein Name. Oh, was ist das für ein Glibberzeug? Und das sieht ultra insane aus, wie Mario sich hier bewegt. Hä? Wow. Wisst ihr, wir haben das gesamte Level im Blubber oder Glibber verbracht. Und auch mit der Wunderblume geht's weiter. Wow, ach, hier ist die Wunderblume drin. Heavy random in so einem Mini-Fragezeichen-Block. What the fuck? Alter, was zum heiligen Vimbanius sollen wir sein? Denn jetzt sind wir selber zum Glibber geworden und können auch an der Decke rumkleben. Ich muss sagen, von der Steuerung her war es aber teilweise ein bisschen schwieriger, weil man ja auch so ein bisschen umdenken musste, in was für einer Position man sich gerade befindet. Let's go. Ich habe das Gefühl, es geht aber noch da unten entlang. Das probiere ich mal aus. Also tatsächlich habe ich die Wunderblumenpassage noch einmal gespielt, um in den Raum rechts anzugucken und wurde nur enttäuscht. Ach, Bro, really? Es ist nur so ein Secret Room. Ach, Mann. Hallo, ich dachte, hier wäre ein krasses Secret. Level wurde beendet und der freundliche Poplin hat schon auf uns gewartet, um uns ein One-Up mitzugeben. Ehren Poplin in die Kommentare hinein. Und es wurde Zeit für einen neuen Abzeichentest und einem neuen Abzeichen. Wow, Rankenschuss? Alter, ich bin einfach freaking Spider-Man! 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 Das ist das coolste Item aller Zeiten. Holy! Woohoo! Alter, sogar an die Spitze einer Zielflagge funktioniert das. Hä, wie cool. Lasst uns keine Zeit verlieren, denn unsere Mission ist es, die anderen Poplins unten in der Mine zu retten. Expedition 2, Wackelruinen. Schwierigkeit 3. 3. Wow, okay, das sieht auf jeden Fall... Oh. Sind das Baby-Twomps? Das sind Baby-Twomps, wie süß. Und in diesem Level hatten wir schon direkt die Chance, das Rankenabzeichen gut zu nutzen. Alter, dieses Item ist zu OP, kann man nicht anders sagen. Der Inhalt dieses Level ist einfach, dass man vor den Baby-Twomps aufpasst, beziehungsweise versucht auszuweichen, weil man sich auf einer Schaukel befindet. Ja, und das hat hin und wieder mal gefährliche Situationen hervorgerufen, wie diese hier. Wow, ich hab's geschafft! In einem Zug! Auch hier wieder an dieser Stelle, Kreativität ist in diesem wundervollen Spiel das A und O. Denn für diese Wunderblume hat man drüben eine Tür gesehen. Man muss sich auf den Babyturm stellen und dann im richtigen Moment die Tür passieren. Und dann hieß es schon, dass man auf Strom sein muss wie der Roadrunner, um die Wunderblume überhaupt zu bekommen. Wow. Das ist ganz schön viel, Glibber. Bleib stehen! Yes! Level haben wir erfolgreich abgeschlossen. Es ging auf der Overworld durch die Röhre und eine neue Kampfarena wartete auf uns. Ach, eine neue Kampfarena. Fungi-Arena. Ich muss jedes Mal an die Pizza denken währenddessen. Wie soll man denn gegen die Buhus hier kämpfen? Ach so, warte mal. Ich muss... Hä? Ah, man muss Lichter anmachen. Cool. Yes, sir. In 17 Sekunden ist, glaube ich, eine gute Quote.
Zweite Phase, überschaubar. Ich habe mich gefühlt wie Tarzan im Dschungel. Wir mussten ein bisschen an den Lianen rumschwingen. Oh, und 10 Sekunden? Das war richtig strong. Also plus 10 Sekunden. Was ist das hier? Das sind ja lediglich Türen. Mehr ist das hier nicht, hä? Oh mein Gott, was? Das sind einfach Gegner. Man muss erstmal auf die draufspringen und dann in die Tür hineingehen. Hä, wie cool. Ah, hier ist das nächste Viech. Das ist ja insane. Vor allem dieser Schrei. Die letzte Phase wurde klebrig. Wir mussten gegen die Blobs kämpfen. Und das war echt easy. Wir konnten da einfach das Bubble-Item einsetzen. Yay, we made it. Sogar alle drei. Runter geht's zur letzten Expedition und zum vorletzten Level, so gesehen, in dieser Welt. Und zwar zu den Giftruinen. Yeah. Im Level angekommen erklärt uns Poplin fast genau dasselbe, was ich gerade meinte. Und zwar letzte Expedition. Wir sind kurz davor, die Freunde zu retten. Warte mal, wurde gerade gesagt, das ist schon die letzte Ruine? Warum ging das so? Hä? Die fünfte Welt ist ja voll kurz. Wisst ihr, was auch kurz ist? Kurz ist mein Voll an dieser Stelle, fand ich überraschend, weil ich dachte, dort würde eigentlich nur der Tod auf uns warten. Ach so, es geht nach unten. Ich dachte, das wäre mein Tod. Diese Zwischensequenz. So wie gefühlt jedes Level in diesem Spiel gab es auch hier irgendeine kleine Challenge. Und zwar ist die grüne Giftlava, oder wie man es auch immer nennen mag, nach oben gestiegen. Und wenn das schon nicht reicht, ich habe einfach auf Ach und Krach bei den ersten Versuchen nicht die Wunderblume gefunden in dem Level. Ich habe die Wunderblume übersehen? Wo ist denn die Wunderblume in diesem Level? Ach, hier unten! LOL! Ach, und jetzt beginnt wieder diese Blob-Action hier. Ah, man muss das Ziel jetzt überspringen. Okay, ich verstehe. Und bei der Blob-Action darf man natürlich nicht vergessen, dass man winkeltechnisch so ein bisschen umdenken muss. Und dadurch entstehen solche Situationen. Oh nein, ich dachte, die springen nach oben, aber die Schwerkraft hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aha, guck mal, hier ist eine 10er-Münze hier unten. Also darauf zu kommen, ist echt schon eine Meisterleistung. Also ich will mir nicht selber jetzt gerade imponieren oder mir selber Komplimente geben, aber es war schon geil, dass ich das gefunden habe. Also das ist ja wirklich unendlich lang. Ah, und mit diesen Pflanzen müssen wir versuchen, die Sonne in der Mitte wegzubekommen. Yes, we made it! Woo! Wir haben die letzte Expedition abgeschlossen und auf ging's zu Poplins in Not. Doch, dieses Level war ganz simpel. Wir mussten einfach als Glibber Mario durch dieses Level geraten. Und da waren sie schon, die süßen Poplins, die nur auf uns gewartet haben, um uns den Königssamen zu geben. We made it! Königssamen erhalten! Ding, 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 ding! Digga, der Blick von Mario. Also ging es zurück zu den Blüteninseln und eine weitere Piranha-Wolke von Bowsers Schiff verflog. Nimmersatte Sagas. Level 82 ist da und zieht euch mal rein, was diese Viecher mit den Gumbas machen. Wow. Alter! Was? Oh mein Gott! Wie brutal sind diese Viecher? Hä? Alter, ist das ein Großmaul? Apropos Großmaul, das ist wohl die geilste Challenge überhaupt. Als ich die Wunderblume eingesammelt habe, wurde ich ein Gumba. Oh oh. Oh nein, ich bin ein Goomba. Und das Schwierige an der Situation ist, dass Goombas von diesen Viechern gefressen werden. Ach, guck mal, wir können uns hinter den Bäumen so verstecken. Wir dürfen uns bloß nicht fressen lassen von diesen Viechern. Oh mein Gott, die sind so brutal. Los, Goomba, lauf. Goomba, lauf. Oh nein. Ich verstecke mich lieber hier hinter. Alter, das ist gerade einfach Hide and Seek mit diesen Viechern. Doch manchmal nützt auch das beste Versteck nix. Nein, nein, nein. Nein, hab ich gefunden. Oh Mann. Ich lauf dem einfach mal hinterher. Wenn er mich nicht sieht, müsste ja eigentlich alles safe sein, oder? Schnell hier hinter. So, im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, das war wirklich einer meiner Favorite Level. Weil hier habe ich echt Dramatic gespürt. Yeah! Wir haben es geschafft! Oh. Wow, neuer Abzeichentest. Schwebepirouette. Wow! Alter, ich glaube, das wird meine Favorite-Fähigkeit, beziehungsweise mein Favorite-Abzeichen. Tja, was soll ich sagen? Also, mit diesem Abzeichen kann man übelst kranke Sprünge raushasseln, wie man es hier sieht. Also, echt nice. Das Abzeichen ist ultra geil. Wir befinden uns auf der vorletzten Blüteninsel und weiter geht's zu einem weiteren Level. Im Garten der Piranha-Pflanzen. Klingt sehr einladend. Alles in einem schon direkt am Anfang ein sehr verwirrendes Level, weil unten über diesem Manchan einfach so random eine Coin gewesen ist, wo ich mich gefragt habe, wie kommt man da ran? By the way, mir fällt jetzt erst dieses riesige Bowser-Schloss im Hintergrund auf. Und hier kam jetzt der kreative Plot, wie man am Anfang rankommt. Und zwar musste man diese Blume finden, sodass die rote Röhre nach unten geht. Man ist wieder im Vordergrund aufgekreuzt und konnte so erfolgreich einen Stern einsammeln. Und mit diesem Stern ist man dort an solche Stellen rangekommen. Und die nächste Wunderblume hat sich tatsächlich in einer Blume versteckt. Ui,
Hey, das ist wieder ein Schattenlevel. Oh, die sind cool. Und was ist fast so, bitte diese Plattform darstellen. Oh mein Gott. Guck mal, es ist einfach Pac-Man da oben. Irgendwann ging es in den Background und wir haben die Wundersamen erfolgreich eingesammelt. Level haben wir gut abgeschlossen und nun wurde Zeit fürs letzte Wriggler-Rennen des Spiels. Yay! Oh, Wriggler-Rennen. Höhensprint 4 Sterne. Oh, ich hab Bock auf das Wriggler-Rennen. Tja, Wriggler, du kannst mir nichts anhaben, Meister. Ich werde dieses Rennen Scheibenkleister dominieren. Oh oh. Ah, der Wriggler ist echt gefährlich. Nah hinter mir her. Natürlich muss das Giftwasser jetzt auch noch steigen. Warum ist der Wriggler so viel schneller als ich? Hä? Oh nein, jetzt kommen noch diese Dinger dazwischen. Oh oh. Oh mein Gott. Hilfe, ich brauche ein Item. Puh. Nein, kurz vorm Ende. Ach, Manno. Okay, es ist... Ja. Boah, ey, ohne Scheiße, Wriggler war direkt hinter mir. Krasses Rennen, sehr krasses Rennen. Und direkt darunter wurde es wieder Zeit für eine Kampfarena. Kampfparty, Blumenarena. Okay, das hat immer Spaß gemacht bisher. Diese Kampfarena war wiederum im Gegensatz zu letzten nur mit 3 Phasen bestückt. Phase 1 gegen 10 Cheep Cheeps, was relativ schnell ging. Alter, ist das schön, die Cheep Cheeps wiederzusehen. Ich freue mich. Phase 2 ging der Fight gegen die Pac-Mans weiter. Und Phase 3 gegen die Gumba-fressenden Großmäuler. Und dann kam der Moment der Wahrheit. Habe ich eine gute Zeit aufgestellt, sodass wir alle 3 Blumencoins bekommen? 98 Sekunden habe ich. Hoffen wir mal, dass es unter 100 Sekunden alle... Unter 80 Sekunden? Bro, wie schnell soll man bitte sein? Hallo? Auf geht's in die finale Welt. Ich habe böse Bock darauf. Angekommen in den Magma-Tiefen hat sich Bowser Jr. kurz wieder zu Wort gemeldet. Naja, und wie immer einige Ansagen rausgehauen. Aber das ist die 6. Welt. Es geht ganz schön tief hinunter. Und genau wie jede andere Welt starten wir erstmal in Poplins Haus. Gast, bitte am Griff ziehen. Als ob man so klingeln würde hier drin. Achso, ich kann schon loslassen. Ich glaube, zu diesem Häuschen am Anfang einer Welt muss ich nicht mehr viel zu sagen. Okay, es gibt direkt 2 Wege hier auf der Map. Es geht einmal nach links. Oh, ein neues Rätsellevel. Yay. Wow. Guck mal, das ist ein Rätsellevel, wo wir verschiedene Items benutzen können. Naja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Elefanten an. Okay, wie zum heiligen Mimbanius komme ich daran? Mit der Frage habe ich mich erst ein wenig später beschäftigt, denn ich habe oben links eine Wundermarke entdeckt und hier war das erste Mal, dass ich darauf gekommen bin, wie genau man nach oben kommt. Hier müssen noch mehr versteckte Blöcke sein, oder? Denn hier konnte man ganz easy das Bohrer-Item benutzen. Zaccarino! Tja, die nächste Wundermarke war sehr offensichtlich. Man musste nur die Cheep Cheeps einmal einblasen. Für die dritte Wundermarke musste Rüssel Mario einmal her und gegen die Blöcke schlagen, sodass dort eine Ranke kam. Die vierte Wundermarke war mal wieder Zufall, weil ich irgendwann aus Verzweiflung die Stachelkugel mal in die andere Richtung gekickt habe. Ach so, das kann man kaputt machen. Rillt, Digga, rillt. Und für Marke 5 brauchte man ganz simpel den Bohrer und somit haben wir auch dieses Level abgeschlossen. Ah, und hier geht's rein. Bam, Level abgeschlossen. Ach, guck mal, das Schloss ist direkt hier oben. Ach so, und da müssen wir uns quasi nach unten arbeiten und dann wieder nach oben gehen. Unten angekommen erwartet uns auch ein neuer Abzeichentest und zwar Schwebehochsprung 2. Also alles war wie immer, wobei man hier schon gemerkt hat, dass die Sprünge schwieriger und schwieriger geworden sind. Boah, das war sehr, sehr knapp. Und bam, Nummer 3 war ja auch kein Problem. Abzeichentest wurde absolviert und wir mussten einen Poplin auf dem Weg wie immer bezahlen mit Blumencoins, sodass er diesen freiräumt. Observatorium 2. Denn auf der linken Seite befindet sich ein weiteres Observatorium, wo wir einem Poplin begegnet sind, der uns weitere Wundersamen in die Hand drückt. Dankeschön. Danach ging es auch schon direkt zu Level 90 und das war rechts daneben. Das wunderbare Level heißt Im Reich der Rotumbas. Wow, what's that? Oh, ich glaube, das kennt man aus dem Trailer. Wird Mario gleich zu so einer Bowlingkugel? Ich glaube, die Zeichen sind klar. Weil das waren ja gerade irgendwie, das ist ja irgendwie so eine Art Kegel, was hier so rumslidet, ne? Im Allgemeinen war das gesamte Level wie so eine Bowlingbahn aufgebaut. Überall standen Kegel, die man umschubsen kann. Oder man konnte die Stachelkugel nutzen, die hier in der Nähe rumrollen. Ich glaube, da oben wird bestimmt die Wunderblume drin sein. Bam, first try. Yo, es ist soweit. Genau das meinte ich, was man im Trailer gesehen hat. Yo! Und vor allem diese Bowling-Geräusche währenddessen. Das ist viel zu nice. Nein! Oh.
Nach einigen Strikes habe ich das Level erfolgreich abgeschlossen und somit können wir ins nächste Level gehen, wo wir Lavahunden begegnen. Augen auf in der Gludraco-Ruine, das klingt böse. Und bevor das Level losging, habe ich einen sehr wichtigen Tipp bekommen und zwar, angeblich existieren manche Blöcke nur, solange man sie ansieht. Was das bedeutet, sieht man im Level. Boah, das bedeutet das. Es hieß gerade, angeblich gibt es Blöcke, die man nur sieht, wenn man hinguckt und genau das sind diese Blöcke. Uff, guck mal, es gibt jetzt sogar schon große Blöcke hier von. Oh, oh, nein, 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 nein. Okay, we made it. Und die unsichtbaren Blöcke haben sich natürlich das gesamte Level übergezogen, dass man auf einer bewegenden Plattform ist, wo die Blöcke nur auftauchen, sobald man hinguckt. Ja, und das war schwieriger als gedacht. Und eine schöne Wunderblume, die sich noch hier unten versteckt. Geil. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Lava kommt von oben. Mario Bros. Wonder, aber die Decke ist Lava. Zieht euch das mal rein. Also die Entwickler haben echt aufs Gas gedrückt, was jetzt den Schluss des Games angeht. Und alleine sowas wie hier, diese unsichtbaren Blöcke, die den Draco-Hund aufhalten. Ja, war knackig. Yes, sir. Dramatic. Eine Ebene runter war schon wieder ein geldgieriger Poplin da. Also real talk, wie viel Geld habe ich schon für Poplins in diesem Game ausgegeben? Auch er wollte wieder 50 Blumenmünzen, um die Brücke zu reparieren. Alter, ist das ein Luftschiff-Level? Hä? Wie random, es ging doch noch weiter runter. Okay, das ist sehr überraschend hier unten, aber hey, ich bin bereit. Das Luftschiff hat begonnen und ich war erstmal am Struggeln, wie man überhaupt diese Stange hinunterkommt. Also real talk, ich glaube, ich habe 10 Sekunden überlegt. Ah, okay, so kommt man runter. Indem man den Joystick einfach nach unten drückt und bam, hier haben wir auch wieder ein wunderbares Scrolling-Level und die Dinger sind neu. Aufgrund dessen, dass jedes Luftschiff-Level ein Scrolling-Level ist, war die Wunderblume ein bisschen schwieriger zu holen. Also so wie bisher in jedem Luftschiff-Level. Aber diesmal musste man sogar ein bisschen vorausrennen, um noch den Knopf zu aktivieren. Okay, schnell zur Wunderblume, schnell zur Wunderblume, schnell zur Wunderblume. Die nächste Situation war knackig, denn ich habe ein Abzeichen dran, was mich rettet, wenn ich in den Abgrund stürzen sollte. Oh mein Gott, ein Glück habe ich gerade das Abzeichen gehabt, das wäre sonst mein Tod gewesen. Let go! Ey, das Level war wirklich bisher das schwierigste Luftschiff meiner Meinung nach. Naja, gibt doch irgendwo Sinn, wir sind in der letzten Welt. Und ich glaube, großartig viel zum Ende eines Luftschiffes muss ich nicht mehr erklären. Wir müssen halt am Ende auf den Knopf von Bowser springen. Die Besonderheit hier dran war, dass wir an diesen Dingern ziehen mussten, sodass die Flamme von Bowser immer weiter zurückgeht und wir dementsprechend die Fläche haben, auf ihn drauf zu springen. Elefanten Mario machte sich on the road, denn es gab auf der untersten Ebene noch einen Rankentest bzw. Abzeichentest, den ich vor Bowser Juniors Palast noch gerockt habe. Tja, und wie man sieht, das war echt eine krasse Challenge, beziehungsweise es gab sehr krasse Sprünge. Aber mein Vorschlag ist es, wir fangen mal mit dem ersten Palast hier an, bevor wir uns an die weiteren Level dort unten wagen. Here we go! Palast der Magmatiefen und auch hier eine Schwierigkeit von 4 Sternen. Okay, das ist schon kreativ hier der Anfang mit der 10er-Coin. Wow, was bist du denn für ein Wesen? Huhu! Knochentrocken, unsere erste Begegnung hier, mehr oder weniger. Bitte nicht aufstehen, ich will das da oben abholen, danke. Und dann gab es auch schon in diesem Knochentrockenring eine sehr auffällige Stelle. Eine sehr ausgetrocknete Blume und es gab überall Vasen mit Wasser. Was das wohl zu bedeuten hat? Ah, ich wusste es, dass hier die Wunderblume drin ist. Ich wusste es. Oh, hier bin ich. Schon wieder dieses Blob-Ding? Also wenn es eine Sache im Spiel gibt, die ich nicht mag, ist es dieses Blob-Ding. Und daher war ich froh, dass ich eine Abkürzung gefunden habe. Und zwar bin ich einfach an der linken Wand nach oben geschlittert und habe irgendwie gefühlt alles geskippt. Junge, ich habe gerade den Shortcut des Todes genutzt. Geil. Boah, das war knackig. Also das müsste jetzt eigentlich der letzte Bowser Junior sein. Guck mal, er sagt selber, ich habe jetzt keine Lust mehr mit euch zu spielen. Vor allem, das ist der erste Bowser Junior, wo wir jetzt sogar solche Plattformen hier oben haben. Das sieht einfach aus wie so eine Super Smash Bros. Map. So, number one. Oh, wow, bewegen die sich jetzt? Oh, die bewegen sich wirklich. Also hat sich Bowser Junior nach dem ersten Treffer in ein Schattenlevel verwandelt. Nach dem nächsten Treffer hat er mir böse Ludwig-Vibes gegeben, denn er hat sich dupliziert. Baba-mäßig. Oder tripliziert. Jetzt müssen wir gegen 3 kämpfen. Endlich mal eine Steigerung der Schwierigkeit hier. So, zack. Noch ein Hit und das Ding ist weg. Der letzte Hit war am knackigsten wie der Brutzler. Denn hier hat man nur die Silhouetten von Bowser Jr. gesehen. Man hat aber nicht gesehen, wer ist jetzt der Echte und wer nicht. Okay, ich bin einfach ins Blinde gesprungen. Ciao, Bowser Jr. Damit haben wir den letzten Königssamen eingesammelt und konnten somit die letzte Piranha-Wolke von Bowsers Schloss entfernen. Alle Piranha-Wolken sind weg. Tja, Bowser, was nun? Doch es hat nicht lange auf sich warten lassen, bis der komplette Ausraster von
Bowser gekommen ist. Es sieht so aus, als ob er am Pumpen wäre oder so. Also entweder im Gym oder eine Luftmatratze oder Autoreifen. Und er hat uns ins Grande Finale eingeladen, die finale Bowser-Welt. Oh shit, ich glaube, diesen Mut haben wir. Oh, das sieht aus wie eine finale Welt. Wow. Wie jeder Bösewicht will Bowser natürlich noch am Ende so ein bisschen eine Kommunikation aufbauen. Und hier kündigt er das gigantische, nein, sogar epische Wunder an. Doch bevor es zu Bowser geht, meint er, gibt's erstmal eine spektakuläre Show. Und von daher starten wir ins erste Level der Bowser-Welt, Torpedo-Kugel-Release im Anflug. Ja, was für eine aua-epische Mucke läuft denn hier bitte? Tja, und diese Kugel-Release sind auf jeden Fall anders als die, die man kennt, denn sobald man einmal drauf springt, sind die tot und stürzen langsam aber sicher ab. Irgendwann ist auch so eine kleine Fail-Parade von mir eingetreten. Ich bin ganz schön oft immer an derselben Stelle gestorben. Ja, aber dadurch sind lustige Situationen wie diese entstanden. Hey, Pilzi! Bleib stehen! Oh man. Ich muss aber sagen, dass dieses Level mit Abstand die geilste Wunderblume besitzt, weil das sieht einfach aus wie so eine riesige Parade. Oh no! Geht bitte nicht kaputt, okay? Alter, sieht das schön aus! Wow! Ja, das ist ja Real Talk, einfach ein Feuerwerk hier. Geil. Einfach weiter. Dieses Level kennt man tatsächlich aus in Trailern und aus irgendwelchen Gameplay-Videos. Und da war es auch tatsächlich schon so weit. Ein bisschen auf Kugel-Release abdancen und oben hat schon ein Wundersamen auf uns gewartet. Yeeha! Da ist es! Nach dem Absolvieren dieses Levels meinte Bowser, dass er ein bisschen schockiert ist, dass wir das Level geschafft haben. Aber es war ja auch nur die Eröffnung der Show. Und von daher sliden wir direkt ins nächste hinein. Funkeln im Dunkeln, Schwierigkeit 4 diesmal. Okay, Funkeln im Dunkeln ist ziemlich beeindruckend. Vielleicht arbeiten wir hier mit Wasserbläschen. Oh, ach so, die sind ja auch so elektrisierend. So, das wollte ich sagen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass man diese Dinger doch grabben kann, denn die verlieren früher oder später ihre Spannung. Man muss abwarten, bis die keine Spannung mehr in sich haben und dann kann man draufspringen. Oh, Hilfe! Alter, ich sehe original nichts zwischendrin, wenn kein Elektrostrahl da ist. Und siehst du die Röhre hier? Ich wäre eigentlich noch gerne oben links lang gegangen. Sag bloß, das Level ist schon zu Ende. Bro, really? Ja, okay, dann müssen wir es nochmal spielen. Und solche Szenen finde ich halt super verblüffend, weil man hat einmal die Möglichkeit, nach rechts in die Röhre zu gehen und dann ist das Level schon zu Ende. Oder man entscheidet sich dafür, einen Wundersamen mitzunehmen. So, mal gucken, was unsere Aufgabe ist. Ja, und die Aufgabe ist es, einfach nach oben zu gelangen und auf einmal hat man Superkräfte, wodurch man den Stromschlägen Einhalt gebieten kann. Yes! Auch wenn die Stimmlage sehr gruselig gewesen ist gerade. Zack, das Level ist abgeschlossen. Bowser macht uns wieder ein paar Ansagen und auf geht's ins nächste Level und zwar Zielsuchkugel-Release auf Kollisionskurs. Wow, das sind Zielsuchkugel-Release? Die haben sich aber echt krass vom Aussehen verändert. Alle sagen das. Wirklich alle. Vor allem, die pecken sich jetzt an Wände und sonstigen Gegenständen fest. Sie sind auf jeden Fall anders geworden. Was ist das, Alter? What? Also kommen wir schon mal direkt zur Wunderblume dieses Levels und ich glaube, ich habe mich in diesem Game noch nie so mächtig wie jetzt gefühlt. Wow, Wow, was ist das? Kann ich damit schießen? Alter, da kommt wirklich was raus. Ich wollte schon immer mal eine echte Kanone haben. Wenn ich untergehe, gehe ich mit meinem Schiff unter. Und hasta la vista, Baby, da ist das Ding. Also kommen wir nun zum vorletzten Level des Games. Festival der Fäuste. Ja, das klingt sehr einladend. Im Festival der Fäuste wird man unter anderem von Fäusten verfolgt. Wer hätte das wohl gedacht? Und hier gibt es solche Pusteplattformen. Je öfter wir draufspringen, desto schneller bewegen wir uns fort. Tja, was soll ich sagen? Es gibt hier wirklich richtige Parkour-Action. Zwischendrin habe ich mich wie James Bond gefühlt oder Benjamin Bond. Versteht ihr, wegen Elefant und so? Ui. Okay, die Wunderblume ist nicht versteckt. Sie ist einfach ganz offen hier. Das sieht aus wie eine Kampfarena. Wow. Alter Mario, deadass. Ja, man könnte sagen, dieses Level war eine sehr gute Bühnenshow, aber es wird Zeit, auch dieses Level zu Ende zu bringen. Boah, jetzt wird's hardcore. Ich muss ja einmal hoch, Freunde der Sonne. Macht einmal das Ja. Woo. Sehr heftiges Level. Ultra krasses Level. Und dann war es auch schon soweit. Ein sehr epischer Moment wartete auf uns, denn wir haben das vorletzte Level abgeschlossen und somit können wir endlich ins finale Level dieses Games starten. Hier ist es, das Grande Finale, Schwierigkeit 5 Sterne. Mal gucken, ob es wirklich so schwierig ist. Weil das ist ja tatsächlich... Oh, Bowser Jr., welcome back. Wir haben tatsächlich wirklich direkt am Anfang einen Bossfight. Wow, okay. Was geht, Bowser Jr.? Weiß ich nicht, ist irgendwie kontraproduktiv, was du...
Das war ein Schuss in den Ofen. Oh, da, ich habe gerade selber einen Schuss in den Ofen rausgehauen. Das Crawling ist extrem langsam. Das ist also das finale Level. Stachelkugel, kommen Sie hervor. Oder auch nicht. Wow, ach so, jetzt geht's los. Hui. Ich habe mich versteckt. Ich habe es tatsächlich geschafft. Okay, wow, 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 wow. Super Mario Bros. Wonder ist wirklich ein perfekter Name, denn diese Szene ist zu krass. Zieht euch das mal rein. Wow. Junge, das ist einfach ein Drache. Drache, Alter. Zelda, bist du's? Helfen Sie mir, lieber Herr Drache. Oh, jetzt wird sogar noch schattig. Kommst du zurecht? Ich glaube ja. Bowser-Statue. Hallo, Bowser-Statue. Wow. Alter, kann es sein, dass das gesamte Game jetzt nochmal Revue passieren lässt und alle Elemente, die es neu gibt oder die wir neu kennengelernt haben, jetzt nochmal auftauchen? Ich glaube ja. Wow, was ist das für eine Wunderkugel? Ah, guck mal, hier die Tür. Ja, das gesamte Game lässt gerade nochmal Revue. König Buu, Digga. What? Hi. Also diese Kronleuchter sehen ja richtig fancy aus hier. Alter, jetzt beginnt der Drogentrip. Hui. Mario, ganz vorsichtig. Dankeschön, Blumi. Kann es sein, dass es hier keine Mittelflagge gibt? Wann fallen wir wieder auf den Boden? Wie lange müssen wir fliegen? Okay, wir sind wieder auf dem Boden. Oh-oh. Geil, da ist das Ding. Danach habe ich gestrebt hier. Und dann wurde es endlich Zeit für den finalen Bowser-Fight. Darauf haben wir gewartet. Das ist das Finale. Jetzt kommt der finale Fight gegen Bowserino. Da ist es. Hi, Bowser. Schön, dich zu sehen. Alter, schöne Hände. Erinnert so ein bisschen an diese Hand aus Smash Bros. Der Beat geht los, der Beat geht los, der Beat geht los, der Beat geht los, ba-bam. Junge, das ist ganz schön episch. Das ist wirklich ein Bowser-Fight, den man bisher noch nicht gesehen hat. Wir müssen hier auf den Rhythmus achten. Ah, genau so achtet man auf den Rhythmus. Hallo, liebe große Piranha-Pflanze. Zack, eine Hand ist schon mal weg. Die zweite Hand ist auch weg. Ich glaube, wir haben ihm schon ein Leben abgezogen. Okay, Bowser, genau so. Guck mal, wie er am Dancen ist. Okay, ja. Wie oft müssen wir das noch machen? Ist ja... Ah, nein! Ah, diabolisch! Okay, die drei Fäuste sind auch wieder weg, ja. Er wird sehr, sehr wütend. Und frisch sieht er auch nicht mehr so aus, ne? Aber der Fight geht ultra lange, muss ich sagen. Also man muss hier sehr, sehr lange verweilen, ohne Damage zu bekommen. Digga, wie viele Fäuste sollen denn noch kommen? Für einen kurzen Augenblick habe ich gedacht, dass Bowser endgültig besiegt worden ist. Allerdings war es nicht der Fall. Haben wir es geschafft? War es das endlich mit Bowser? Junge, Bowser, du siehst echt episch aus, so muss ich sagen. Boing! Das ist der Knopf, kann ich da drauf springen? Ah, das ist wirklich mein Ziel. Bam! That's it! Das war Mario Bros. Wonder. Ja, so sah Matheunterricht bei mir auch damals immer aus. Du fragst dich jetzt sicherlich, wo das 100. Level in diesem Video bleibt. Aber das 100. Level ist, dass du den Kanal abonnierst. Und wenn du Bock hast auf ein weiteres Mario Bros. Wonder Video, kann ich dir dieses Video empfehlen. Und wenn du ein bisschen oldschool unterwegs bist und Bock auf ein 100% Let's Play hast, schau dir doch dieses Video auf dem 2-Kanal an. Viel Spaß dabei.